Der Wind weht und ich gehe durch die Straßen. Wer bin ich? Ich weiß es nicht. Ich falle einen Passanten an. Wer bin ich? Schreie ich ihn an. Bleiben Sie mir vom Leib! Bekomme ich entgegengeschmissen. Der Passant rennt weg und ich bleibe verdutzt stehen. Das Leben war schon immer fies zu mir. Jedenfalls in der Zeit, an die ich mich erinnere. Ich verkümmere langsam auf der Straße. Seit nun mehr als 2 Tagen schleiche ich herum. Niemand will mir helfen. Alle schreien mich an. Ich soll mich in ein Loch verkriechen und verkümmern. Irgendjemand warf mir ein Messer zu und sagte, es wäre das Einzige, was mir zustehen würde. Ich erinnere mich wieder. Ich bin Frank Reis, ein Angestellter einer Werbefirma. Ich arbeite 40 Stunden wöchentlich und mache immer 10 bis 20 weitere Extrastunden. Ich bin oft müde und meine Frau hat mich wegen meiner Arbeitssucht verlassen. Mein Leben ging seitdem den Bach runter. Alkohol und Aggressionen gegen willkürliche Menschen. Wahrscheinlich bin ich im Rausch irgendwo mit dem Kopf gegen geknallt und hatte eine zeitweilige Amnesie. Aber niemand wird mich hassen. Niemand wird sich wundern, wo ich bin. Denn niemand weiß, dass ich existiere. Mein Büro ist mitten am Tag in Flammen aufgegangen. Ich weiß es genau. Ich stand nur eine Straße weiter und konnte es sehen. In meinem Zustand. Die Häuser meiner engeren Freunde. Ebenfalls bis auf die Mauern abgebrannt. Weiter entfernt kennen mich keine Leute. Und meine Frau, sie liegt sanft und ruhig vor mir. Sie möchte mir vergeben und ich vergebe ihr auch. Sie kann nichts dafür. Ich war an allem, was uns zerstört hat, schuld. Da kann sie mich doch nicht alleine lassen. Selbst die Tatsache, dass ich sie erstechen musste, damit sie mir zuhört, änderte nichts daran. Ohne meine Liebe in sie wäre ich doch nicht ich. Hey Leute, als kurzes Nachwort wollte ich noch sagen, dass ich der lieben Madame einiges zu verdanken habe und sie jetzt auch kurzfristig diesen einen Satz vertonte, der in der Pasta vorkam. Schaut doch am besten mal auf ihrem Kanal vorbei, sie ist eine 1A Creepypasta-Vertonerin und ich denke, sie würde sich auch ziemlich freuen.